Moin, hier ist wieder der Bitcoin-Beobachter. Und ja, hier sehen wir mal den Kurs der letzten Woche etwa. Ein bisschen mehr als eine Woche ist das. Hier von dort bis da unten, das war der letzte Tag. Wir haben also derzeit ein Minus von 3%. Es sieht also nicht besonders gut aus für den Bitcoin, aber auch nicht besonders schlecht. Der Preis ist jetzt bei 32.460 Dollar. In Euro sind das 36.288. Ja, wie gesagt, ca. 3% Minus auf den Tag, auf die Woche minus 1% und auf den Monat sind es minus 13%. Ja, aus China gibt es derzeit auch schon wieder eine weniger positive Meldung, nämlich da wurden in der Mongolei ca. 10.000 Miner beschlagnahmt. Und ja, möglicherweise deshalb kämpft der Bitcoin-Kurs noch ein bisschen um Luft nach oben. Das gelingt zurzeit wohl nicht so gut. Es gibt aber auch positive Nachrichten. In El Salvador ist es zurzeit so, dass die Chivo Wallet mehr User hat als jede dort heimische Bank. Insgesamt knapp 30% der gesamten el salvadorianischen Bevölkerung nutzt mittlerweile diese Chivo Wallet und ja, man muss noch ein bisschen abwarten, wie sich die Bevölkerung daran gewöhnt und was noch passieren wird. Doch das ist jetzt einmal eine sehr positive Meldung, denke ich, aus El Salvador. Man sieht also, beides ist vorhanden, das Positive wie das Negative. Und ja, wie es weitergehen wird, ob der Bitcoin-Kurs wieder ins Positive oder ins Negative weiter wandern wird. Das bleibt offen. Ich werde es weiter beobachten. Möglicherweise geht es wieder ein bisschen bergauf morgen, da er jetzt ja recht weit unten ist. Könnte das passieren, aber ich lege da natürlich meine Hand nicht fürs Feuer. Wir werden es morgen sehen. Einen schönen Abend wünsche ich euch noch. Auf Wiedersehen. Bis zu meinem nächsten Video.